Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal stickerpoint.de und heute zu einem neuen Magitex Retro Opening. Und diesmal meine ich auch Retro natürlich. Wir öffnen heute eine Box, die jetzt sage und schreibe 11 Jahre alt ist. Und zwar öffnen wir die Magitex Bundesliga Megatin von der Saison 2010, 2011 im Meisterschalen-Design. Wir haben hier in dieser Tindose 35 Spieler, Spielregeln, eine exklusive limitierte Auflage und ein Spielchip. Ich bin wirklich gespannt, was hier für Karten drin sind und wie das Kartendesign aussah. Und noch viel gespannter bin ich darauf, welche Spieler wir hier drinnen noch ziehen können. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich werde das Ganze jetzt hier einmal aufschneiden. Schon die Tindose im Meisterschalendesign. Richtig, richtig geil. Auf jeden Fall mega Bock, das hier jetzt zu rippen, das Ding. Und wir machen das Ganze einmal auf eine 12 Jahre, nee, 11 Jahre alte Box. Und oh, Moment, das umdrehen. So. Ja, das ist die Box. Das ist hier der Inhalt. Hier ist der Spielchip. Spielchip will nicht raus. Okay, das ist hier unser Spielchip in Form von einem Pokerchip. Bundesliga und Magitex. Sehr, sehr geil. Geile Aufmachung hier in der Dose. Kann man das super an Weihnachten als Plätzchen nutzen. Hier haben wir die Karten mit orangenem Hintergrund. Wir haben hier eine Stürmer vom FC Köln, das kann jetzt natürlich jeder sein. Unter anderem Lukas Podolski vielleicht? Oder hat er zu der Zeit bei Bayern gespielt? Ich weiß es nicht mehr genau, aber das ist ja gerade das Geile. Ich halte das Päckchen extra so rum, denn wir haben unsere limitierte Edition auf der Vorderseite. Und die schauen wir uns jetzt an. In 3, 2, 1, Boom! Benedikt Höwedes. Als limitierte Auflage beim FC Schalke 04. Wie geil ist das denn? Wie geil sahen die Karten bitte damals aus? Oh mein Gott, ich sehe dahinter schon die nächste Karte. Limitierte Auflage Benedikt Höwedes. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Dahinter geht's gleich weiter, Freunde. Das kann ein geiles Opening werden. Guckt euch das an. Starspieler Tim the Machine Wiese beim SV Werder Bremen. Sehr, sehr geil. Und was haben wir dahinter? Andrea Barzagli, Starspieler beim VfL Wolfsburg. Super, super geiles Kartendesign von früher. Emanuel Pogatetz, ein Starspieler hier von Hannover 96. Diese Trikots waren auch wirklich geil. Dahinter haben wir einen Online-Code. Ich wage zu bezweifeln, dass die noch funktionieren. Zwei Online-Codes. Dann haben wir hier noch Mittelfeld, Angriff. Die legen wir mal an die Seite. Mal schauen, was das noch Gutes ist. Hier geht's direkt weiter mit dem Ruud van Nistelrooy hier beim Hamburger SV. Absolute Legende, der Typ. Dann haben wir Mike Franz vom FC Nürnberg. Erst Nürnberg, Entschuldigung. Ivo Iličević vom 1. FC Kaiserslautern. Und bitte guckt euch diesen Bundesliga-Ball damals an. Das sind richtig geile Erinnerungen hier.
René Adler bei Bayer Leverkusen. Dann haben wir Lukas Barrios beim BVB hier am Start. Tobias Weiß zu 99 Hoffenheim. Petri Pasanen von Werder Bremen. Julian Schuster vom SC Freiburg. Mario Mandzukic, damals beim VfL Wolfsburg. Stefan Reisinger, SC Freiburg. Peter Pekarik bei Wolfsburg hier am Start. Adam Scholloi bei Mainz 05. Schau dir nur an, den jungen Boy. Dann haben wir Elaine Olle Olle, SC Freiburg. Tunay Torun. Ich muss mal kurz Stuhl ein Stück vorrücken. Tunay Torun im HSV. Leon Andreasen, Hannover 96. Bastian Otschipka, St. Pauli damals in der ersten Liga. Sebastian Jung, Eintracht Frankfurt. Oh, die absolute Legende, Theofanis Gekas. Bo Svensson, mittlerweile immer noch bei Mainz, allerdings auf der Trainerbank. David Jarolim, wer kennt ihn nicht? Auch eine absolute Legende, der Mann. Anatoli Tymoschuk vom FC Bayern München hier. Karim Mahmut, Borussia Mönchengladbach. Robert Mack, 1. FC Nürnberg. Mohamed Zidane, Borussia Dortmund. Eren Derdiok, Bayer Leverkusen. Alexander Madlung beim VfL Wolfsburg. Manuel Schmiedebach, Hannover 96. Eljero Elia beim HSV. Christian Tiffert, 1. FC Kaiserslautern. Und Alexandro Ionita von Köln, der Angreifer. Den hatte ich jetzt tatsächlich null auf. Sehr, sehr geile Karten, ey. Das ist Nostalgie pur hier. Wirklich, wirklich geil. Richtig gut. Und wir haben hier noch drei Karten. Bin mal gespannt, was das ist. Ah, das hier sind einmal unsere Spielregeln. Und dahinter haben wir. Oh, Matchwinner Claudio Pizarro. Auch das eine sehr, sehr geile Karte. Und Misimovic. Diesen Vornamen spreche ich jetzt nicht aus. Misimovic hier als Matchwinner vom VfL Wolfsburg. Freunde, guckt euch bitte einfach diese Karten von früher an. Benedikt Höwedes hier am Start. Basagli, Tim Wiese einfach. Wer Tim Wiese jetzt mittlerweile kennt, weiß, was das für ein Unterschied ist. Richtig, richtig geil. Nostalgie pur, dieses Opening. Ich hoffe, einigen von euch ging es genauso. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Kostet auch nichts. Und ja. Wenn ihr euch auch so eine Tinbox gönnen wollt, ja, tatsächlich, die gibt es noch. Link dazu in der Videobeschreibung. Es lohnt sich auf jeden Fall, alleine schon wegen der Box. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich bis ins nächste Video. Bin raus, bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.